Hallo allerseits und willkommen zur heutigen Online-Class mit Fabian und mir. Wir haben heute ein nettes 20 Minuten MRAP am Programm. Die einzelnen Übungen werden wir uns nachher noch genauer anschauen, aber es sind 20 Goblet Squats, 20 Deadlifts, 20 Jumping Lunges und 40 Shoulder Taps. Das ist, denke ich, den meisten vertraut. Dafür wollen wir uns gut aufwärmen. Wir haben gleich drei Übungen für je 30 Sekunden. Mit auch 30 Sekunden Pause zwischen den Runden. Und zwar die erste Übung wird sein, erstmal ein Reverse Lunge, wo wir zurücksteigen, dann eine Squat. Und so wechseln wir ab, ein Lunge, eine Squat. Dann als zweites haben wir den Dead Bug, den toten Käfer. Alles hoch zur Decke. Wir wollen gegengleich einen Arm, ein Bein absenken, während wir den unteren Rücken fest in den Boden pressen. Und die dritte Übung ist die Glute Bridge. Die Fersen kommen zum Hintern am Rücken liegend, genau, und wir schieben die Hüfte hoch zur Decke und sammeln hier Wiederholungen, kneifen fest die Pobacken zusammen dabei. Dann gibt es erstmal 30 Sekunden Pause und so werden wir drei Runden durchgehend arbeiten. Macht euch bereit dafür, auf die Füße mit euch. In 10 Sekunden geht es auch schon los. Wir starten erstmal, indem wir abwechseln, indem wir einmal zurücksteigen in den Ausfallschritt, dann eine Kniebeuge machen. Und los geht's. Beim Zurücksteigen berührt das Knie sanft den Boden. Und dann achtet auch darauf, dass ihr euch in eure Squat-Standbreite stellt, wenn ihr wieder nach vorne steigt, sodass ihr eine saubere Kniebeuge ausführen könnt. Geht dabei anfangs nur so tief, wie es sich gut anfühlt. Ihr werdet merken, dass die von Runde zu Runde ein bisschen flüssiger gehen. Wechselt jedes Mal das Bein ab, mit dem ihr zurücksteigt. Und dann geht es auch schon weiter am Rücken liegend. Wir denken an alles hoch zur Decke, pressen den unteren Rücken aktiv in den Boden. Während wir jetzt langsam gegengleich ein Arm, ein Bein absenken Richtung Boden und knapp über den Boden kommen wir wieder zurück und bringen wieder alles zur Mitte. Bewegt euch so langsam und kontrolliert und achtet darauf, dass ihr permanent den unteren Rücken fest in den Boden presst. Und geschafft. Als nächstes kommen die Füße zum Boden und Richtung Hintern. Und wir schieben fest die Ferse in den Boden und das Becken hoch zur Decke. Kneifen dabei Vollgas die Pobacken zusammen. Achtet aber darauf, dass ihr Bauchspannung haltet. Ihr wollt weniger den unteren Rücken spüren, sondern mehr das Gesäß. Noch 5 Sekunden, dann gibt es erstmal 30 Sekunden Pause. Und geschafft, sehr schön. Kurze Verschnaufpause für 30 Sekunden, in der Zeit wieder auf die Füße. Und wir zeigen ganz kurz vor, wie die nächste Lunge-Variante sein wird. Und zwar werden wir jetzt immer zur Seite steigen, Lunge, dann eine Kniebeuge machen. Dann zur anderen Seite, in den Ausfallschritt, dann wieder eine Kniebeuge. Okay? Macht euch bereit dafür in 10 Sekunden. Es ist immer ein Side-Lunge-Squat, Side-Lunge-Squat. Schaut, dass eure Squat-Standbreite konstant gleich bleibt. Und los geht's. Einmal zur Seite steigen, wieder zusammensteigen und Squat. Zur anderen Seite und Squat. Sehr schön. Denkt dabei an Spannung im Rücken halten, möglichst lange Wirbelsäule. Da helfen oft die Arme vor dem Körper so ein bisschen als Gegengewicht. Vielleicht merkt ihr, dass die Kniebeuge von Mal zu Mal sich ein bisschen lockerer anfühlt. Sehr schön. Und dann geht es auch schon wieder am Rücken weiter. Wir kommen wieder zu den Dead Bugs. Hier spüren wir vor allem wieder in den unteren Rücken und schauen, dass wir den aktiv in den Boden pressen, indem wir vorne den Bauch richtig fest anspannen. Und dann lasst euch Zeit beim Absenken der Arme und Beine. Schon langsam und kontrolliert, sodass ihr gut spürt, was dabei passiert. Und es geht auch schon wieder zur Glute Bridge, Fersen zum Hintern. Auch hier ein gewisses Maß an Bauchspannung halten. Das könnt ihr gleich von den Dead Bugs übernehmen. Und vor allem, indem wir die Fersen und die Füße in den Boden pressen, merken wir, wie die Hüfte hochschiebt und der Hintern anspannt. Noch 10 Sekunden, dann gibt es wieder eine kleine Verschnaufpause. Und Rest, super. In 30 Sekunden starten wir die letzte Runde. Achtung, in der letzten Runde machen wir es einen sogenannten Curtsy Lunge, wo wir
hinterm Körper, wenn ihr so wollt, überkreuzt zur Seite steigen. Genau, dann wieder in die Squat-Standbreite. Achtet dabei darauf, dass das Becken immer schön gerade nach vorne zeigt und ihr hinterm Körper überkreuzt. Okay? Macht euch dafür bereit. Schaut, dass ihr weiterhin konstant immer dieselbe Squat-Standbreite findet. In 3, 2, 1 und los geht's. Die Hüfte bleibt immer nach vorne ausgerichtet. Einmal mit dem rechten Fuß nach links überkreuzt zurücksteigen. Das Knie soll in die Nähe vom Boden kommen, im Idealfall leicht berühren. Dann eine Squat. Dann auf die andere Seite hinterm Körper überkreuzt zurücksteigen. Noch 10 Sekunden. Spürt dabei weiterhin gut in eure Hüften und was dabei passiert. Sehr schön. Und ein letztes Mal unsere Dead Bugs. Hier noch ein drittes Mal richtig fest den unteren Rücken in den Boden pressen. Macht euch diese 30 Sekunden möglichst tough für die Körpermitte. Merkt, wie das deutlich schwerer wird, wenn die Arme und Beine lang werden und Richtung Boden kommen, dass ihr dann mehr Spannung halten müsst. Und dennoch atmen dabei. Und geschafft. Und ein letztes Mal Glute Bridges. Arbeitet wieder über die Füße, schiebt eure Füße aktiv in den Boden und merkt, wieso der Hintern hochkommt und anspannt. Wir wollen uns weniger rauf strecken aus dem Rücken, sondern mehr rauf schieben aus den Füßen. Und geschafft. Sehr schön. Das war unser Warm-up. Ich hoffe, ihr merkt jetzt gut eure Hüften, eure Körpermitte, euer Gesäß. Das wollen wir haben. Als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Mobility. Wir haben zwei Übungen. Das erste wird sein die Pigeon Pose. Ein Bein ist vor uns angewinkelt, das andere Bein ist nach hinten lang. Und wir verbringen 30 Sekunden in der Position. Los geht's. Ihr könnt hier, so wie Fabian, die Unterarme im Boden ablegen und tief einsinken, wenn es sich okay anfühlt. Ihr könnt auch gerne die Arme gestreckt lassen, ein bisschen weiter oben bleiben. Je nachdem, wie ihr den besten Zug aus dem Gesäß spürt. Ihr könnt das Ganze entweder statisch halten oder auch leicht hin und her wackeln. Was wir, wie gesagt, spüren wollen, ist ein guter Zug außen im Gesäß von dem vorderen Bein. Und wir wechseln auch schon die Seite. Der andere Fuß zieht nach vorne, das andere Bein nach hinten schön lang. Und auch hier 30 Sekunden in der Position bleiben. Entweder statisch oder aktiv hin und her bewegen. Gerne ein bisschen herumsuchen, bis ihr den für euch besten Stretch gefunden habt. Wir bleiben da noch für 10 Sekunden. Dann haben wir noch eine zweite Übung. Und langsam wieder rauskommen. Und als nächstes steigen wir mit einem Fuß nach vorne. Wir haben jetzt zwei Stretches. Das erste ist ein Hamstring-Stretch, gestrecktes Bein, leicht nach vorne neigen. Das zweite ist ein Hüftbeuger-Stretch, wo wir das Becken aufrichten und das Knie nach vorne schieben und anwinkeln. Ah, genau, und vorne im Hüftbeuger einen Zug spüren. Und so gehen wir von A nach B, abwechselnd Hamstring-Stretch, dann Hüftbeuger-Stretch, jeder in seinem Tempo für 30 Sekunden. Achtet bei beiden Positionen darauf, dass die Wirbelsäule möglichst lang bleibt, dass ihr euch nicht zu rund macht nach vorne und arbeitet gut über die Hüfte. Beim Hamstring-Stretch schiebt ihr das Becken nach hinten, ähnlich wie bei einem Deadlift. Beim Hüftbeuger-Stretch schiebt ihr es vor und richtet es auf und wollt den Hintern anspannen. Sehr schön. Und wir wechseln langsam das Bein. Der andere Fuß steigt nach vorne und auch hier gehen wir von A nach B, abwechselnd vom Hamstring-Stretch zu unserem Hüftbeuger-Stretch. Weiterhin Länge beibehalten und vor allem über die Hüfte arbeiten. Einmal kippen im Becken und nach hinten schieben, dann wieder aufrichten, fest den Hintern anspannen. Und geschafft. Sehr schön. Wir haben als nächstes zwei Runden von drei Übungen, die uns näher auf die Workout-Übungen vorbereiten sollen.
Das erste wird sein, seitlich am Boden liegend, ein sogenannter Side Plank Clamshell. Wir sind mit dem Unterarm am Boden. Wir schieben einerseits das Becken, andererseits auch das obere Knie so weit wir können, hoch zur Decke. Ah, genau. Und so sammeln wir 10 Wiederholungen pro Seite. Fabian zeigt hier ein super Tempo vor, nicht zu langsam, nicht zu schnell. Er hält die obere Position immer für einen kleinen Augenblick und merkt, welche Muskeln da arbeiten. Hier in der Hüfte, ähnlich wie bei der Pigeon Pose, außen im Gesäß, der Muskel soll jetzt arbeiten. Wir wollen fest das obere Knie hoch zur Decke ziehen, andererseits auch die Hüfte schön raufschieben. Wenn ihr 10 Wiederholungen habt, wechselt auf die andere Seite. Wir stützen uns ab mit dem Unterarm und wir schieben auch jedes Mal fest den Unterarm in den Boden und drücken uns quasi auch mit dem Unterarm weg. So können wir das Becken und das obere Knie noch weiter rauf zur Decke schieben. So 10 Wiederholungen auch auf der anderen Seite. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, sodass ihr gut merkt, was passiert. Wenn wir so 10 pro Seite haben, geht es als nächstes weiter mit unserem Gewicht. Und zwar sammeln wir gleich eine sogenannte Kang Squat, wo wir unser Gewicht hinterm Körper halten wollen mit beiden Händen. Und wir schieben erst den Hintern zurück, neigen nach vorne, dann gehen wir in die Squat. Dann wieder zurück, Hintern hochschieben und wieder aufrichten. Sehr schön. So sammeln wir 6 bis 8 Wiederholungen. Schaut dabei, dass ihr euer Gewicht sicher hinterm Körper haltet. Ja, eine Kurzhantel, eine Kettlebell, einen Rucksack kann man gut hinten halten. Dann abwechselnd erst in der Hüfte beugen, so wie wir es vom Deadlift kennen, und nach vorne klappen im Oberkörper. Dann aber die Knie beugen und den Hintern schön tief setzen in eine Squat. Und so wie ihr runtergeht, geht ihr auch wieder rauf. Von unten erst die Beine wieder durchstrecken, nach vorne neigen, dann aufrichten, Hintern anspannen. Lasst euch Zeit dabei, denkt an Länge in der Wirbelsäule, stolze Brust für 6 bis 8 Wiederholungen. Und da haben wir beides drin, sowohl quasi den Deadlift, das Deadlift-Bewegungsmuster, als auch die Squat. Wenn ihr so 6 bis 8 habt, bringt euer Gewicht wieder sicher zum Boden. Achtung, wir haben noch eine dritte Übung, und zwar den Shoulder Tap. Und wir machen das erstmal mit einer Pause von 2 Sekunden. Das heißt, wir reichen zur Schulter und zählen 1, 2, Hand wieder runter. Andere Seite, 1, 2, Hand wieder runter für 10 Wiederholungen. Los geht's alle in den Stütz. Die Füße gerne Hüft- bis Schulterbreit. Immer zur Schulter reichen. Das darf gegengleich sein. Es darf auch auf derselben Seite sein, wenn euch das lieber ist. Und immer bis 2 zählen. Dann kommt die Hand wieder runter. Merkt dabei, wie ihr in der Körpermitte ausgleichen müsst und stabilisieren müsst. Wir wollen vermeiden, dass das Becken wild dreht in irgendeine Richtung, sondern das soll schön mittig, schön stabil bleiben. Für 10 Shoulder Taps mit einer Pause bei jedem Tap. Da solltet ihr ganz gut merken, wo ihr da arbeiten müsst, um stabil zu bleiben. Wenn wir davon 10 haben, machen wir noch eine zweite Runde von diesen 3 Übungen. Wir starten wieder mit den Side Plank Clamshells. Wir schieben wieder sowohl die Hüfte als auch das obere Knie so weit wir können rauf zur Decke und versucht bei jeder Wiederholung das obere Knie ein Stückchen weiter rauf zu ziehen und die Knie weiter auseinander zu ziehen. Schiebt auch wieder fest den Unterarm in den Boden. Das hilft euch dann noch ein bisschen weiter in die Position zu kommen. Und sammelt wieder 10 flüssige Wiederholungen pro Seite. Wenn ihr 10 habt, wechseln wir wieder auf die andere Seite. Und wir sammeln auch da 10 Side Plank Clamshells. Wir merken wieder gut, wie die Muskeln in der Hüfte arbeiten. Der große Gesäßmuskel, der die Hüfte streckt, aber auch hier außen. Wir merken auch die seitlichen Bauchmuskeln, weil wir das Becken schön hochschieben. All die guten Dinge. Zehn pro Seite, flüssiges Tempo. Wenn ihr 10 habt, langsam wieder auf die Füße. Wir wollen noch einmal einen Weg finden, unser Gewicht schön hinterm Körper zu halten. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht hinhauen, könnt ihr es auch gerne vorm Körper halten. Aber wir wollen so wieder erst in die Hüfte beugen, schön nach vorne klappen, dann runter in die Squats und am selben Weg wieder retour. Beim ersten Teil der Bewegung, beim nach vorne beugen, solltet ihr einen guten Zug in der Oberschenkelrückseite spüren.
Und den wollen wir uns beibehalten, während wir uns in die Squat runterziehen. Auch auf demselben Weg wieder retour. Erst die Beine lang machen, den Hintern hochschieben, dann den Oberkörper wieder aufrichten. Weiterhin Länge in der Wirbelsäule beibehalten für 6 bis 8 Wiederholungen. Bringt danach euer Gewicht wieder sicher von hinten vor dem Körper runter. Und wir sammeln noch einmal 10 Shoulder Taps mit 2 Sekunden Pause an der Schulter. Seid streng, wir wollen tatsächlich volle 2 Sekunden. Das heißt, 10 Wiederholungen sollten mindestens 20 Sekunden dauern. Merkt wieder dabei, was passiert und wo ihr ausgleichen müsst, sobald die Hand vom Boden wegkommt, damit wir unnötige Bewegung vermeiden und möglichst steif bleiben, wenn ihr so wollt. Und macht so eure zweite Runde mit den 10 Shoulder Taps noch fertig. Dann kommen wir gleich zu unserer Mini-Runde, wo wir uns jetzt die Workout-Übungen anschauen. Im Idealfall sind eure Hüften jetzt aktiv. Ihr merkt, dass ihr alles gut ansteuern könnt. Und wir kommen zu den Übungen, so wie wir sie nachher im Workout haben. Das erste wird sein die Goblet Squat. Recht simpel. Wir halten ein Gewicht vor dem Körper. Wir machen in der Mini-Runde 6 Wiederholungen. 6 Goblet Squats. Los geht's. Ihr könnt gleich mit dem Fabian mitturnen. Achtet auf Gewicht schon am ganzen Fuß. Findet eine gute Standbreite. Lange Wirbelsäule in die Hocke und wieder ganz aufstehen. Top. 6 Wiederholungen von der Goblet Squat. Zweite Übung ist der Deadlift. Nützt hier alles an Gewicht, was ihr habt. Ein Gewicht, 2 Gewichte. Und wir schieben auch hier den Hintern zurück und gehen so viel in die Knie wie nötig, sodass wir sanft den Boden berühren können. Genau, hier gute Spannung im Rücken halten. 6 Wiederholungen davon, so wie ihr es nachher im Workout macht. Sehr schön. Dritte Übung, ein Jumping Lunge für 6 Wiederholungen. Jeder Beinwechsel zählt als eine Wiederholung. Falls ihr merkt, dass Jumping Lunges mit einem gesprungenen Wechsel nicht so gut hinhauen, könntet ihr so wie im Warm-Up Reverse Lunges draus machen. Dann, vierte und letzte Übung, Shoulder Tap, 12 Wiederholungen, jetzt ohne die Pause. Wir sehen vom Fabian ein deutlich flüssigeres Tempo. Und jede Berührung zählt als eine Wiederholung. 1, 2, 3. Wir wollen jetzt 12 Stück sehen in der Mini-Runde. Top. Und so haben wir erst 3 eher unterkörperlastige Bewegungen und dann eine eher Core-Schulterübung. Top. Super gemacht. Kurze Verschnaufpause für dich, Fabian, und auch für euch zu Hause. Ich gebe euch jetzt 2 Minuten Zeit. In der Zeit, genau, gerne ein passendes Gewicht herrichten, eine kleine Trinkpause, eine kleine Pinkelpause. Richtet euch eine Matte her, wenn ihr wollt, für eure Shoulder Taps. Und ich gehe dabei nochmal das Workout mit euch durch. Wir haben jetzt gleich 20 Minuten auf der Uhr, die runterzählen werden. Und wir wollen in den 20 Minuten so viele Runden wie möglich sammeln. Eine Runde hat 20 Goblet Squats, dann 20 Deadlifts, dann 20 gesprungene Lunges und dann 40 Shoulder Taps. Und wir schauen, wie oft wir das Ganze wiederholen können. Wichtig dabei ist, verwendet ein Gewicht, mit dem ihr im Idealfall frisch doch die geforderte Wiederholungszahl am Stück schafft. Das heißt, ich will zum Beispiel ein Gewicht verwenden für die Squats, mit dem ich frisch 20 Kniebeugen am Stück schaffen würde. Wenn euer Gewicht sehr schwer ist und ihr sagt, puh, mit dem schaffe ich vielleicht 8 bis 10 Wiederholungen, dann würde ich euch raten, die Wiederholungszahl leicht zu reduzieren und öfters durch zu rotieren. Das heißt, es könnten zum Beispiel auch sein 10 Squats, 10 Deadlifts, 10 Lunges und 20 Shoulder Taps, alles halbieren. Oder ihr könntet auch nur die Squats leicht reduzieren. Ja? Und so wollen wir uns da immer mit möglichst großen Sätzen durchkämpfen. Das ist, im Idealfall müsst ihr immer nur maximal einmal kurz ablegen, sowas wie 10 Stück, kurze Pause, 10 Stück. Dann zwischen den Übungen gerne eine bisschen größere Pause. Na, das wäre mein Rat an euch. Wenn ihr zu einer Übung kommt, versucht die geforderte Wiederholungszahl möglichst flott mit
in so wenig Sätzen wie möglich hinter euch zu bringen. Aber dann nehmt euch mal gerne 15 bis 20 Sekunden Pause, bevor ihr die nächste Übung startet. Okay? Ihr werdet merken, es wird doch recht intensiv für den Unterkörper werden. Das heißt, immer wieder kurze Pausen einbauen, sodass wir 20 Minuten möglichst durchgehend arbeiten können. Wir lassen die Uhr jetzt gleich nochmal ablaufen und ich stelle unsere 20 Minuten ein. Fabian turnt mit euch mit. Das heißt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, was die nächste Übung ist oder wie das Ganze ausschauen sollte, dann gerne Blick zum Fabian. Okay. Auf Position, Leute. Wir starten gleich mit den Goblet Squats. Denkt dran, 20 Minuten ist lang. Lasst euch Zeit zu Beginn. Spart euch ein bisschen eure Energie. Und wir legen los in 10 Sekunden. 20 Goblet Squats in 3, 2, 1 und go. Wenn ihr ein passendes Gewicht habt, sollten die 20 entweder am Stück gehen oder in maximal 2 Sätzen. Sowas wie 10, kurze Pause, nochmal 10. Und falls ihr merkt, puh, mein Gewicht ist doch recht schwer für Goblet Squats, dann könntet ihr auch nur die Goblet Squats etwas reduzieren von der Wiederholungsanzahl her. Denkt an ganz runter, ganz rauf, mit guter Spannung im Rücken. Und sobald ihr 20 habt, geht's weiter mit den Deadlifts. Auch da wollen wir 20 Wiederholungen sehen. Gute Bewegung in der Hüfte. Der Hintern schiebt zurück. Der Rücken bleibt dabei gestreckt. Und geht so viel in die Knie wie nötig, um hier gut den Boden berühren zu können. Auch hier gehen im Idealfall 20 am Stück oder ihr macht eine kurze Pause bei der Hälfte. Dann, wie gesagt, gerne immer wieder kurze Pausen zwischen den Übungen nehmen. Das können sein 10 bis 15 Sekunden auf der Uhr. Das können auch sein 5 bis 10 Atemzüge. Danach geht es weiter mit Jumping Lunges. Denkt dran, jeder Beinwechsel zählt bereits als Wiederholung. Und wir suchen 20 Wiederholungen. Scaling-Option wäre hier ein Reverse Lunge. Einfach zurücksteigen, wieder vorsteigen. Und wenn ihr so 20 Wiederholungen habt, kommen wir zur vierten und letzten Übung, Shoulder Taps. Und da sammeln wir ganze 40 Wiederholungen. Fabian hatte seine erste Runde hinter sich. Und was er super macht, ist, er nimmt sich eine kurze Verschnaufpause, bevor er seine nächste Runde startet. Ihr könnt nach der ersten Runde auch immer gut einschätzen. Kann ich das Tempo beibehalten oder will ich vielleicht etwas runter vom Gas gehen und etwas mehr Pausen einbauen? Ihr müsst bedenken, wir haben jetzt immer noch mehr als 17 Minuten vor uns. Dementsprechend eure Kraft gut einteilen. Gut atmen bei euren Kniebeugen. Gute Spannungen halten bei den Kniebeugen und auch bei den Deadlifts. Ist weiterhin die magische Zahl. Und wir wollen es auch hier weiterhin nicht erzwingen.
Wenn ihr merkt, die 20 gehen nicht am Stück, teilt sie auf mehrere Sätze. Fabian ist in seiner zweiten Runde Jumping Lunges. Und was wir merken, die Jumping Lunges treiben doch ganz gut den Puls rauf und die Atmung. Vielleicht könnt ihr die Shoulder Taps nutzen, um wieder ein bisschen runterzukommen mit der Atmung. Shoulder Taps, gut atmen, flüssige Taps. Etwas mehr als 5 Minuten vorbei. Wir haben immer noch viel Zeit vor uns. Nehmt euch weiterhin kurze Pausen, nehmt euch ein Stück Wasser, bevor ihr die nächste Runde startet. Es geht hier um saubere Kniebeugen, saubere Deadlifts. Mit der richtigen Spannung in der Hüfte, im Rücken. Versucht, eure Wiederholungen so aktiv wie möglich zu gestalten. Füße fest am Boden spüren, Knie von Anfang an rausschieben, den Boden auseinanderziehen. Aktiv den Bauch anspannen. Aktiv die Brust rausdrücken. Super Tempo, Fabian, sehr schön. Und wir sehen weiterhin immer wieder kurze Pausen. Ganz, ganz wichtig, auch um die Qualität oben zu halten. Achtet auf vollen Bewegungsradius bei all euren Übungen. Vor allem darauf, dass ihr ganz aufsteht bei jeder Kniebeuge, bei jedem Deadlift. Auch bei den Jumping Lunges wollen wir immer eine volle Streckung sehen, bevor ihr in der Luft das Bein wechselt. Haltet das Tempo oben bei den Shoulder Taps. Macht sie nicht zu langsam, sonst habt ihr sehr viel Zeit unter Spannung. Flott hinter euch bringen, dann wieder kurz verschnaufen vor der nächsten Runde.
Wir haben jetzt noch etwas mehr als die Hälfte der Zeit auf der Uhr. Das heißt, ein gutes Ziel wäre es, wieder die Wiederholungsanzahl zu verdoppeln. Wenn ihr 4 Runden geschafft habt, bisher versucht nochmal 4 Runden zu sammeln in den nächsten 10 Minuten. Jetzt heißt es dranbleiben. Wir wollen konstant große Sätze sehen bei jeder Übung. Das heißt, kämpft darum, bei zum Beispiel 10 plus 10 zu bleiben. Nehmt euch weiterhin kurze Pausen dazwischen. Noch gute 7 Minuten auf der Uhr. Schnappt euch noch 2 bis 3 weitere Runden. Und wenn ihr das Gewicht mal oben habt für die Goblet Squat, dann wollen wir möglichst große Sätze sehen. Versucht immer mindestens 10 Wiederholungen zu machen, wenn ihr hingreift. Stark, Fabian. Halt durch, wir sind im letzten Drittel dieses Workouts. Wir kommen
zu den letzten 5 Minuten. Bleibt dran, bleibt diszipliniert mit euren Pausen. Schaut, dass sie jetzt nicht unnötig lang werden. Kämpft, um euch noch 2 weitere Runden zu schnappen. Super, Fabian. Bleibt entschlossen bei den Jumping Lunges. Flotter Beinwechsel. Entschlossenes Abspringen. Denkt dran, weiterhin mindestens 10 Wiederholungen, sobald ihr hingreift. Bringt auch die Shoulder Taps nochmal flott hinter euch. Wir kommen zu den letzten 3 Minuten auf der Uhr. Stark, Fabian, zieh's durch. Schnappt euch noch eine Runde, kämpft weiterhin drum, die Sätze groß zu halten. Jetzt ein bisschen früher hingreifen, als ihr gerne würdet. Und auch dieses 20 Minuten AMRAP geht bald zu Ende. Wir kommen zur letzten Minute, noch 60 Sekunden auf der Uhr. Super, Fabian, halt das Tempo oben. Flotte Shoulder Taps. Ihr habt noch 30 Sekunden auf der Uhr.
20 Sekunden. Super, Fabian. Komm, greif nochmal hin. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Sauber, Fabian. Stark gekämpft. Das waren knackige 20 Minuten, aber hast du super gemacht. Ihr zu Hause gerne auch mal ein paar Minuten am Boden rumkugeln. Dann gerne auch ein paar der Stretches, die wir im Warm-up hatten, einbauen. Das würde euch helfen, dass ihr wieder zu Kräften kommt. Oh. Super gemacht. Tragt gerne ein, wie viele Runden sich da ausgegangen sind für euch, wie schwer euer Gewicht war, wie ihr die Wiederholungen aufteilen musstet. Das sind alles wertvolle Informationen für zukünftige Workouts für euch. Ansonsten sage ich danke, Fabian, dass du mitgemacht hast. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Online-Class. Ciao allerseits.